Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel. Ja, du siehst hier unten, wir haben alle Sims drinne und wir haben zwei kleine Kätzchen, die Emmy, wie du schon gesehen hast, bei der lieben Shirley, bei dem lieben David abgeholt hat. Das sind die Haupt-Sims von der lieben Sandra. Nochmal hier, Sandra, ein dickes Dankeschön an dich, dass wir die beiden haben dürfen. Ja, du hast schon gesehen, dass die beiden, dass die alle ja ausgezogen sind, haben sich dann in der Bar getroffen. Das war ja in der letzten Folge, also in der letzten Folge der zweiten Staffel. Und ja, die liebe Emmy hat die Kätzchen abgeholt. Dann sind die Süßen alle hier am Haus angekommen. Ich wollte da noch so schön ein paar Bilder vom Haus einblenden. Nur, wie du schon siehst, wir haben Herbst, es regnet und das Wetter spielt nicht dementsprechend mit. Ja, wir hatten 30.000 Simoleons.
Ich habe die Zimmer wirklich nur das Nötigste eingerichtet. Das entwickelt sich dann so nach und nach während des Let's Plays. Ich habe jetzt wirklich nur das Nötigste, habe versucht, ein bisschen die Charakterzüge der Sims in die Zimmer einzubauen. Das ist mir bei der Yuki und bei dem Ben ein bisschen besser gelungen, als wie bei dem Aiden, bei der Ellie und bei der Emmy und bei dem Leo. Oh Gott, Emmy, Ellie, oh Gott, das wird noch ein Chaos geben. Ich wollte euch das Häuschen so ein bisschen was zeigen. Die Jobs und den Semesterbeginn starten, heißt, sie kriegen ihre Studienfächer zugeteilt. Ich wollte allgemein noch mal ein bisschen was erklären, wie diese Staffel jetzt so ablaufen wird, weil wir haben jetzt rein theoretisch ja einmal Familie Thompson mit der April, mit dem Shane, mit den zwei Kindern, mit den Tierchen und diesen Haushalt. Aber jetzt zeige ich dir erstmal das Haus. Das ist das Grundstück, was ich für die Süßen gebaut habe. Wir haben hier ein bisschen eine Rutsche. Hinten dran soll dann der Garten kommen. Da habe ich die Blümchen auch schon hingelegt. Auf jeden Fall haben wir hier draußen dann so eine kleine Sportecke und hier ist der Haupteingang, also auch die Haupteingangstür. Und wenn wir da reingehen, die zwei kleinen Mäuse sitzen. Ich müsste jetzt aus dem Live-Modus einmal raus, um zu gucken, wie sie heißen, weil die Namen habe ich jetzt leider noch nicht so drauf. Und zwar haben wir hier einmal die kleine Enya und hier die kleine Nala Lia. Castaway. Beide haben den Namen Castaway, weil sie sind ja von Shirley und David, ihrer Chantal und bei der Mimi. Und ich finde es mega cute. Ja, wir haben hier den Eingangsbereich. Da ist eine kleine Garderobe. Zur Rechten haben wir dann das Bad. Da ist jetzt leider das Licht aus. Ich hoffe, man erkennt das. Hier hinten ist auf jeden Fall die Dusche. Auf der anderen Seite haben wir dann ein kleines Fenster mit Toilette und Waschbecken. Und Wäschekorb, mehr ist hier nicht drin. Dann, wenn wir rausgehen, haben wir direkt hier drüben die kleine Küche, aber offene Küche. Mir war das sehr wichtig, dass es diesmal offen wird. Halt anders wie bei der April und bei dem Shane. Ja, alles in Solani-Stil gehalten, also wirklich ganz anders als wie bei April und Shane. Haben wir hier so eine kleine Katzenparadiesecke und hier auch nochmal, wo die kleinen Mäuse auch die Nacht schon verbracht haben, weil die sind ja mitten in der Nacht hier eingezogen, deshalb mussten sie auch noch ein bisschen schlafen. Und dann haben wir hier hinten so eine kleine Lese-Kuschelecke, habe ich ihnen gebaut. Da ist auch der Kamin mit dem Fernseh, Spielebox, was zum Lesen. Ja, das ist so der Gemeinschaftsraum. Ich versuche euch das, genau, wir haben ein Glasdach. Ich versuche euch das mal zu zeigen von oben, wie das aussieht. Und zwar haben wir hier hinten links, da hinten links, der Ellie und dem Aiden ihr Schlafzimmer. Dann haben wir hier hinten Emmy und Leos Schlafzimmer. Hier ist ja der Außenbereich. Hier drüben ist dann Yuki und Bens Schlafzimmer. Und hier hinten haben wir dann die riesige Terrasse. Wie gesagt, ich habe es nur sporadisch eingerichtet, dass die Süßen was haben, dass es nicht so extrem aussieht. Ja, das ist die Terrasse. Wichtig, Katzenklo müssen wir gucken, wenn das Wetter jetzt so mitmacht, dass die Katzen trotzdem rausgehen können. Hier ist wieder Katzen und die Yogamatte und ein Grill. Und jetzt bin ich überlegen, welches Zimmer wir als erstes sehen. Ich glaube, wir fangen beim Aiden und bei der Ellie an. Die sind auch soweit. Die Ellie ist hier schon. Wie gesagt, die Zimmer sind sporadisch eingerichtet. Da hat da der Aiden ja in eine Jobrichtung gehen soll, er soll ja Polizist werden. Und die Ellie geht in die Modebranche. Deshalb habe ich denen hier so eine kleine Ecke gemacht. Sportecke. Natürlich durften die Gemeinschaftsbilder nicht fehlen. Dann haben sie hier so eine kleine Eingangsbereichecke, wo hauptsächlich der Ellie ihr Kram steht. Und das Bett der Aiden schläft auch noch. Die Ellie hat hier sich gerade ein bisschen zurückgesetzt. So. Das ist das Zimmer von der Yuki und von dem Ben. Da die Yuki ja Kunst studieren soll, habe ich ihr eine kleine Kunstecke gegeben. Persönlich gefällt mir dieses Zimmer am besten, weil ich da die meisten Sachen reinmachen konnte. Wir haben hier so einen kleinen Eingangsbereich mit Kunst, Sport. Hier geht es dann hinter. Ich muss gucken, ob die da hin können. Aber ich glaube, das passt. Dann haben wir hier vorne einen kleinen Schreibtisch mit den Bildern und da sind die beiden Süßen auch gerade dezent. So, wenn man das jetzt kurz so. Ja, sehr schön, das Zimmer gefällt mir von allen bis jetzt am besten. Aber okay, ich wusste, Yuki ist im Künstlerischen
Rahmen unterwegs, daher auch diese kleine Ecke finde ich sehr schön. Emmy, ihr Zimmer. Ganz anders als das alte Zimmer von ihr. Ja, da fehlt der Boden wieder irgendwie, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ihre kleine Bilder-Ecke. Hier was für die Katzen, um zu malen. Und natürlich dürfen die Bilder von der Mama nicht fehlen. Beide ihren eigenen Schreibtisch, weil sie müssen ja beide viel für die Uni machen. Wie gesagt, das ist nichts Großes. Also das entwickelt sich, finde ich, noch bei den beiden. Und gucken uns den Rest so an. Ich bin gespannt, was du zu dem Grundstück sagst. Das ist, ich glaube, das beste Haus, was ich gebaut habe je. Und ich finde es sehr cool. Also jeder hat seinen eigenen Schlafbereich. In so einem riesen Balkon. Klar, sie müssen immer hier den ganzen Weg lang laufen für Toilette und so weiter und so fort. Und ja, ich bin mal mega gespannt. Die Süßen sind alle ausgeschlafen. Heißt, wir können jetzt schön loslegen. Wer hat denn am meisten Hunger? Der Aiden, der schläft aber noch. Die Ellie. Ellie. Möchtest du dann Frühstück servieren? Und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Sie haben Hunger. Da würde ich sagen, kannst du doch... Genau, allein... Die Yuki ist eine Zauberin, heißt, wir müssen auch noch ein bisschen Zaubermäßiges was hinstellen. Sonst sind es alles, außer die Emmy ist halt eine Meerjungfrau. Sonst geht es den Süßen gut. Dann würde ich sagen, kannst du doch mal hier unsere beiden kleinen Mäuse ein bisschen versorgen. Emmylein. Ach Gott, wie süß. Vor allem, die sehen aus wie Chantal. Und die kleine Mimi. Jetzt habe ich's. Was kannst du hier machen? Spiel spielen. Spielst du mal ein Spiel? Leo, was ist mit dir? Was mache ich hier drauf? Aha, okay. Schirm öffnen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Leo an. Und zwar muss er erstmal, warum auch immer, hat er einen Job. Den müssen wir erstmal kündigen. Ellie kocht, Yuki. Du hast ein bisschen Hunger. Okay, dann würde ich darüber sagen, testen wir mal hier, ob du hier was malen kannst. Und ich sehe gerade, dass unser... Hä? Ist das der Weg zu weit? Wenn nicht, müssen wir denen alle noch Wäschekörbe geben, damit die Sachen nicht so rumfliegen. Sie kocht, sie malt, Leo kündigt, Ben spielt. Yep, aufgeben. Dann fangen wir mit dem Leo an. Und zwar... Überprüf mal deinen Bewerbungsstatus. Was ist hier? Alles gut, Leute? Alles gut, 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 gut. Er hat den Zulassungsbescheid. Perfekt. Genau, weil er soll hier an die Foxbury soll er doch, oder? Nee. Hier, Computerwissenschaft. Das soll er studieren. Dann machen wir das. Kannst du dich über das Handy hier an Uni einschreiben, bitte? Dann machen wir das direkt. Unser Ben zockt. Wenn der Leo dann fertig ist. Und da sollst du genau an die Pride Chester. Computerwissenschaft. Und ich dachte mir, dass wir mit 3 Kursen vielleicht anfangen. Dass das nicht zu viel auf einmal wird. Er hat nämlich eh Programmieren, Algorithmen und Codesicherheit. Ich denke, das ist gut. Genau, wir studieren von zu Hause. Genau, und müssen jetzt den Betrag zahlen. Leider haben die anderen 2 keine Stipendien bekommen, aber das ist ja nicht so schlimm. Also zahlen wir das. Und was ich jetzt als allererstes mache, ist, wir ziehen 2000 Simoleons ab, jeweils 1000 für je eine Katze. Die schreibt sich die liebe Sandra, bitte Shirley und David, auf das Konto gut. Das ist nämlich die Adoption, keine Ahnung, als Danke, dass wir die Süßen gekriegt haben. Genau. Auf jeden Fall hat er jetzt noch 3 Tage und 2 Tage. Perfekt. Dann, du willst malen. Was hältst du denn davon, wenn ihr da mitspielt? So, Yuki, Emmy ist hier Tierchenmann. Die haben alle totale Angst vor dem Gewitter. Das ist natürlich nicht so schön. Aiden schläft noch. Gut, wir gucken. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Die Ellie hat ihre Periode.
dass die hier nicht gegenseitig fremd flirten und so. Das hoffe ich sehr. Du schreibst dich dann auch bitte an der Uni ein. Jetzt muss ich kurz gucken, was der Ben machen soll. Er geht in jobmäßig rein. Deo haben wir. Aiden darf sich dann... Aiden muss ganz dringend pieseln. Oh mein Gott. Dann mach mal bitte Pipi. Ellie, bist du fertig mit Kochen? Nö, gut. Wenn du kurz Pause machst, können wir dir eh einen Job gerade suchen. Bietet sich ja dann an. Genau. Ich hoffe, ich habe soweit alles. Und zwar soll die Ellie in die... Soll Stilbeeinflusserin werden, oder? Ja doch, Stilbeeinflusserin. Genau, das war's. Genau. Bum, bum, bum. So, meine Süße, du darfst dann aber hier weitermachen. Yuki ist fast fertig. Emmy ist hier. Unsere Jungs zocken. Unsere Herren. Wohl bemerkt. Beide oben, oben da. Und ja, wie man sieht, der liebe Ben hat sich irgendwie gestern in der letzten Folge am Mittwoch irgendwie geprügelt. Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall verstehen die beiden sich gut und sind am Zocken zusammen. Unsere Emmy, oh Emmy, 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 wie krass. Mit unserer süßen Ellie, die dezenten Pickel auf der Nase hat. Ja, es wird sehr spaßig. Sim-Interview und soll Emmy, ja, machen wir einfach. Wir haben ja genügend Sims. Der Aiden kommt jetzt und geht aufs Klöchen. Das finde ich schon mal sehr cool. War er jetzt auf Toilette? Och Leute, jetzt übertreibt ihr es dezent. Geh mal auf Toilette jetzt bitte, Aiden, auf. Fertig? Nö. Die kleine Nala schläft jetzt. Ach Gott, Mäuschen. Du kannst dich sitzen und kannst mit der Emmy ein bisschen quatschen. Was? Feuer? Wo ist Feuer? Wo ist Feuer? Hä? Oh mein Gott, Ellie. Und sie kocht ganz gemütlich weiter. Lösch es bitte. Los, lösch. Lösch dich selbst. Oh mein Gott. Oh gut, Aiden rettet sie. Oh mein Gott. Heidi Witzka. Hallo. Löschen, los, lösch. Aiden, lösch, 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 lösch. Mein Gott, ich hatte diese Folge so schön durchgeplant. Es hat schon mal die Hälfte nicht funktioniert und jetzt passiert das. Meine süßen Sims, ihr seid nur zu sechst. Macht mir die Bude nicht kaputt, bitte. Hier, Aiden, kannst du das ersetzen? Geht das? Oh Gott, hat es jetzt aufgehört zu brennen? Gut. Das Essen ist wahrscheinlich jetzt kaputt gegangen. Also, für die Zukunft merken wir uns, Ellie ist keine ausgeragte Köchin. Hier auch, unser ganzes Geld ist schon fast weg. Super. So, wir machen das jetzt anders. Die kriegen jetzt alle eine schnelle Mahlzeit. Oh, Leute, Leute, Leute. Ihr macht mich noch hier. So, die Yuki geht nochmal auf Toilette. Ah, Ellie, du hast die Bude abgefackelt. Du darfst duschen. Ach, Aiden. Was ist mit dir, mein Schatz? Alles andere? Och, Schatzi, du brauchst schon jetzt nicht so sauer zu sein. So. Auch ein Erdnussbuttergelee und der Aiden macht Sitz. Und du dann auch. Job hat sie, Uni einschreiben. Was eine chaotische Folge. Ganz ehrlich. Ah, die Mia ist da. Die vermisst schon ihre zwei Kinder. Und zwar müssen wir auch an die Brightchester. Biologie. Drei Kurse von zu Hause. Und wir müssen nichts zahlen mit der Abby. Uhuhuhu. Wie schön. Chips. So muss das sein.
Ob die Fitnesspraktikantin im Fußballteam, sie kann sofort beginnen, ihr Fußballfan zu verbessern, die ersten Teamfähigkeiten. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht, Emmy. Das wusste ich ja gar nicht. Du Praktikantin, wie cool. So, Emmylein. Du hast auch Hunger, dann kannst du dir hier auch mal eine schnelle Mahlzeit direkt holen. Ben, du isst. Leo, mach direkt Hausaufgaben, du bist ein Schatz. Aber wolltest du nicht was essen? War das nicht so? Ellie, du durst, darfst du dann auch was nehmen? Ach, ihr Süßen. Yuki, du grillst. Nein, du grillst nicht. Du darfst dich. Würde hier einmal überprüfen. Was? Bei der Yuki wird der Antrag noch bearbeitet? Okay. Ist. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hallo Mia. Guck mal, du kannst mit deiner Mama. Gib mir mal einen Wohnungsschlüssel. Solange sonst nichts klaut, ist das ja alles in Ordnung. Was machen die Miezis? Enya ist am Essen. Wo ist die kleine Nala? Die Nala ist draußen unterwegs. Und sie hat Schuckekäschchen gemacht. Gut, Schatz. Wer ist anhänglich? Die Enya. Okay. Ja, ich werde allerdings nicht so lange spielen, dass wir dann in der zweiten Folge noch hier ein bisschen was unternehmen können, weil ja einiges zuvor schon passiert ist. Die Enya schläft jetzt sehr gut. Yugi ist. So, kurz gucken. Haben wir Ben. Du brauchst noch was. Leo ist eingeschrieben. Du bräuchtest auch noch was. Du bist versorgt. April. So, der Aiden sucht sich jetzt seinen Job. Finde ich sehr cool. Und der Leo macht halt seine Hausaufgaben. Wie süß. So, und so, zwar soll der Aiden Polizist werden. Bam, haben wir das schon mal. So, Chips. Ben, machst du das dann auch bald? Leute, ihr sollt schon euren Kram wegpacken, gell? Der Ben soll Wissenschaftler werden. Ich habe mir nämlich ein paar aktive Karrieren. Die heutige Post wurde zugestellt. Yuki, gehst du mal gucken? Post bekommen. Rechnungen. Jetzt bin ich mal hier fest eingezogen. Auch gut. Ah, die Ellie ist immer noch am Duschen, komischerweise. Naja, egal. Yuki, wie geht's dir? Gut. Ellie macht und tut. So, Yuki, was haben wir hier drinne? Zahl mal die Rechnung. Und ich glaube, sie hat gerade ihren Studienbescheid bekommen. Prüf mal bitte. Wehe, du klaust uns meine Blumen, gell? Wer bist du nochmal? Kevin. Naja. So. Wie gesagt, die Folge wird etwas kürzer. Ich muss mich hier auch noch ein bisschen zurechtfinden. Aber ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen. Dir gefällt das Haus. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ah, guck mal, hier haben wir. Ah, guck mal an, hier haben wir schon die ersten Sachen drin. Sehr cool. Ja, leider kriege ich, wenn ich auf die Kiste klicke, das war ein bisschen blöd, ich kriege die Sachen nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, vielleicht ist das verbuggt, I don't know. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Dann werden wir ja gucken, was wir so machen. Ich bin am Überlegen, ja, ob wir dann von dem Restgeld, wenn die Yuki sich eingeschrieben hat, ob wir die Terrasse ein bisschen ausbauen. Hier ist der Blitz eingeschlagen. Auch gut, ja. Die Lisa kommt auch schon. Die will auch ihre Yuki wiedersehen. Mal gucken, vielleicht kommt in der nächsten Folge auch die April und der Shaney Boy vorbei. Ja, die Emmy darf dann unbedingt ihre Blümchen hier einpflanzen. Aber sie ist erst pieseln. Ja, es wird irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin im Moment ein bisschen gestresster als sie bei unserem anderen Hausbehalt mit der April, mit dem Shane und mit dem Rest. Aber ich glaube, das liegt daran, weil das so riesig ist, das Grundstück, und alles so verstreut ist. Aber ich denke, das gibt sich noch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass die dritte Staffel jetzt gestartet ist. Und ja, ich bin gespannt, wie es funktioniert, wie sie vor allem ihren Abschluss und jobmäßig alles vorankommen. Ja, dann noch mal allgemein kurz was.
Es wird immer montags von Shane, April, den Kids und den Tierchen eine Folge geben. Am Mittwoch und Freitag sind wir dann hier in dem aktuellen Haushalt und gehen an die Uni und mit an die Arbeit und was weiß ich was. Ich habe die Alterung aus, Zeit nehmen möchte, damit die in Ruhe ihren Studienabschluss schaffen, junge Erwachsene noch sind und die Kids auch in Ruhe ihre ganzen Fähigkeiten aufbauen, dass wir dann, wenn die Uni fertig ist, heißt, die sind fertig studiert, ins Berufsleben gehen, dass wir dann gucken, okay, wann machen wir die Alterung wieder an? Genau. Die Yuki fehlt noch. Die möchte jetzt erstmal einen Selbsttöchtel-Michtel machen. Ach Gott, Leute. Also es wird sehr amüsant, aber ich brauche jetzt auch meine Einfindungsphase da erstmal. Und ja, ich bin überlegen, ob wir der Emmy ein kleines hier oben steht ein Teller rum. Leute, das geht ja schon gut los. Ehrlich. Ich denke, ihr habt alle eure Verantwortung voll. Leute. Ja, ob die Emmy irgendwie vielleicht ein kleines Umstyling bekommen soll? Kannst du mir ja gerne mal dazu mal schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir gerne ein Däumchen nach oben. Das würde mich super, super freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hab noch einen schönen Tag. Tschüss.